Schön mal wieder zu sehen. Hallo, hallo, die Dame eigentlich zuerst. Entschuldigung. Servus. Servus. Ja, dein Musical Zeppelin hat ja schon, glaube ich, jetzt zum zweiten Mal Premiere gefeiert. Aufgrund natürlich auch Corona-bedingt, oder? Auf der einen Seite kann man freudig zum zweiten Mal. Auf der anderen Seite war die Corona-Zeit eine ganz schwierige für uns, besonders für die Schauspieler, die teilweise auch keine Hilfe bekamen vom Vaterstaat. Jetzt hoffen wir, dass es weitergeht. Wir spielen seit 19. Mai. In Füssen mit großem Erfolg. Die Leute, der Vorhang ist noch nicht runter, da kommt schon Standing Ovation. Auch unter anderem wegen Tim, der die Hauptrolle spielt. Das ist das, was ich dir gesagt hatte. Deswegen bin ich auch nach wie vor vorsichtig, sind wir alle vorsichtig, weil wir vergangenes Jahr wirklich alle am eigenen Leib erlebt haben, was es bedeutet, von einem Tag auf dem nächsten 20 Ausfälle zu haben. Und wir sind ja ein Team und wir sind uns alle gegenseitig verpflichtet. Und deswegen bin ich einfach nur dankbar, die großartige Musik von Ralf singen zu dürfen. Das zurzeit fast jeden Abend, wenn wir nicht gerade zusammen unterwegs sind, so wie heute. Mit der lieben Laura natürlich. Ich muss jetzt leider gestehen, ich habe es noch nicht gesehen. Ich hoffe, ich komme auch mal in den Genuss und kann mir dann ein Bild machen. Also ich würde mich freuen, einfach ein Anruf genügt, ja. Dann kriegen Sie eine Ehrenkarte von uns, weil Sie ja auch die Presse ein bisschen bedienen, würde ich mal sagen, ja. Und da freuen wir uns sehr. Wir brauchen natürlich immer Unterstützung. Füssen ist sehr weit weg, manche sagen zu weit weg, aber wenn Sie da waren, haben Sie alle gesagt, die Reise hat sich gelohnt, auch zu dem schönen See. Der König Ludwig wacht über alles. Also es ist ein ganz grandioses Festspielhaus und ich bin sehr glücklich, dass die Menschen so strahlend rausgehen. Teilweise umarmen mich einige Menschen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, und sagen, Herr Siegel, das hat uns gefallen. Ja? Und das ist dann, was es ausmacht. Und unter dem Motto, empfehlt uns weiter, wir freuen uns sehr, wenn ihr da seid. Man kann es ja nicht wissen, entschuldige, wenn ich das sage, Eigenlob stinkt, aber wenn ihr schön merkt, wie die Leute dann rauskommen, sagen, ja, hättet ihr es doch früher allen erzählt, sagt, das erzählen wir noch unseren Kindern. Ich sage, ja, die Kinder kommen auch. Ja? Sehr gerne. Nee, also da freue ich mich drauf, wenn wir da mal vorbeischauen dürfen. Und den Tim natürlich, den sehen wir in der... Ich muss dich leider unterbrechen, weil er sagt, Eigenlob stinkt. Und deswegen würde ich da gerne kurz intervenieren, um ihn zu loben. Und zwar stellvertretend für unser ganzes Team. Wir sind ein Riesenensemble. Ralf hat dafür gesorgt, dass wir auch ein Live-Orchester jeden Abend dabei haben, was auch außergewöhnlich ist und ganz und gar nicht normal in heutigen Zeiten, wo ja, bisschen, überall gespart wird. Was kommt auch vom Band, aber nur ein bisschen. Ja, aber wir haben trotzdem jeden Abend die Musiker dabei. Das ist auf jeden Fall außergewöhnlich. Und jetzt kann er weghören, denn ich möchte ihn jetzt einfach mal auch mal stellvertretend für unser ganzes Team loben. Und wenn ich vom Team rede, dann möchte ich auch noch mal betonen, dass alle hinter den Kulissen auch unheimlich wichtig sind. Das wollte ich gerade drauf raus. Auf die liebe Laura und auch auf unsere tollen Techniker, die jeden Abend hinter den Kulissen alles geben. Also ich sage immer, nur gemeinsam geht's. Und natürlich auch mit eurer Unterstützung, lieber Frank. Vielleicht kommt ihr spätestens zur nächsten Wiederaufnahmepremiere. Die wird es ja toi, toi, toi geben, so der Herr will. Wir zählen darauf. Danke für die magische Musik, Ralf. Nächstes Jahr im März geht's weiter. Weitere 100 Vorstellungen. Also man kann auch jetzt schon Karten für nächstes Jahr bestellen. Sehr gut. Ja, danke dir. Ich danke euch und wie gesagt, euch jetzt mal einen schönen Abend und ich melde mich sehr gerne. Vielen Dank. Danke.